Ich habe eine Post für Keks von Bla. Kein Trinkgeld? Ach Mann. Guck mal, ich habe Post bekommen von Bla. Ist das nicht toll? Ja, ganz toll, Keks. Soll ich laut vorlesen? Bitte nicht. Okay, mache ich. Lieber Keks, Amerika war eine einzige Enttäuschung für mich. Da war nichts mit Wahlparty. Romney sitzt heulend vor seinem Geldspeicher, seit er die Wahl verloren hat. Dann siehst du, Bla, hab ich doch gesagt, dass er nicht gewinnt. Obama hat gewonnen, voll geil. Da muss doch etwas nicht mit rechten Dingen zugange gewesen sein. Wahlmanipulation. Also bin ich hin zum FBI-Chef, der das überprüfen sollte. Dummerweise habe ich ihn dann auch aus Versehen mit seiner Geliebten erwischt. Aha, jetzt hat er keinen Job mehr. Bla, was hast du denn da gemacht? Na toll, jetzt haben wir keinen FBI-Chef mehr. Weil das so frustrierend war, habe ich Amerika vorzeitig verlassen und bin wieder heim. Rate mal, wen ich am Flughafen getroffen habe. Die Claudia Roth, weißt du, die Parteichefin von den Grünen. Die war auch ganz aufgelöst, wusste nicht, ob sie alles hinschmeißen soll, weil sie in ihrer eigenen Partei so wenig Zustimmung hat. Aber ich habe sie dann getröstet und meinte, dass sie doch als Parteichefin weitermachen solle. Später meinten das ihre Kollegen auch. Naja, als Dank hat sie mir dann eine Karte für die absolute Mehrheit geschenkt. Weißt du, Keks, kannst du dich dann noch dran erinnern? Da wolltest du doch mal Showpraktikant werden. Die Sendung mit Stefan Raab, weißt du? Und ja, sei froh, dass du da nicht mitgemacht hast. Die Sendung war unter aller Sau. Naja, wie auch immer, Keks. Ich schreibe dir eigentlich nur, weil ich dich fragen wollte, ob du mich hier aus Köln abholen kannst. Ich konnte dich nicht mehr anrufen, weil ich mein ganzes Guthaben verbraucht habe, um das Auto hier bei Stefan Raab zu gewinnen. Wäre cool, wenn du es machen würdest. Liebe Grüße, Bla. Ist das dein Ernst? Ich hole dich doch nicht ab. Ich hab doch noch nicht mal einen Führerschein. Muss ich kicken, wie du nach Hause kommst.